gesehen, darum rufe ich an. Wissen Sie was über ihn? Oh ja, nicht nur das. Ich weiß sogar, wo Ihr Bruder ist. Wo ist er denn? Ich sage Ihnen gleich die Adresse. Kennen Sie Vasquez Canyon? Das ist ganz in der Nähe von Santa Ynez. Nicht genau, aber ich werde es finden. Mein Haus ist nur ungefähr 3 Kilometer von der Hauptstraße entfernt und sehr einfach zu finden. 1334 Meadow Lane. Sie können es nicht verfehlen. Hier in der Gegend steht weit und breit nur ein Haus und das ist meins. Das finde ich ganz bestimmt. Und wie ist Ihr Name? Eddie. Eddie James. Miss James, wie geht es meinem Bruder? Beeilen Sie sich und sehen Sie selber nach. Ich warte so lange auf Sie. Hast du alles gehört? Ja. Du hast recht gehabt. Dein Telefon wird eindeutig abgehört und derjenige, den wir jetzt schleunigst suchen sollten, hat ganz sicher Edens Fernsehbericht gesehen. Begeistert, dass Rick immer noch lebt, ist er bestimmt nicht. Ich hoffe nur, Rick lebt wirklich noch. Hast du die Adresse? Ja, und weil noch mehr Leute darüber Bescheid wissen, sollten wir uns beeilen, wenn wir nicht zu spät kommen wollen. Ja, informieren Sie das gesamte Sicherheitspersonal. Ich will, dass wir mit der Polizei kooperieren. Das Letzte, was wir brauchen, ist irgendein Vorfall, der uns morgen auf die Titelseiten der Zeitungen bringt. Ach so, wenn Sie meinen Sohn sehen, bringen Sie ihn sofort hoch zu mir. Haben Sie verstanden? Kann es sein, dass du Mason suchst? Natürlich suche ich ihn. Was ist da unten eigentlich los? Kriegen die das nicht in den Griff? Die ganze Sache ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ach, das habe ich auch bereits festgestellt. Die nehmen ihren kleinen Protest wohl sehr ernst. Sieht ganz so aus. Viele der leidenschaftlichen Blues-Mitglieder haben vor, sich so lange am Zaun festzuketten, bis Mason bekannt gibt, dass er die Pläne für die Carpol-Oase aufgeben wird. Das ist ja wundervoll und sogar richtig aufregend. Hast du auch alles schön auf Band, damit du deine 10 Uhr Nachrichten machen kannst? Ich berichte doch nur, ich erfinde nicht noch zusätzlich irgendwas. Du wirst doch nicht mehr viel zu berichten haben. Ich fahre jetzt runter und regle die Sache. Willst du nicht mitkommen? Wenn du unbedingt willst, fahre ich dich natürlich hin. Wie meinst du das? Du willst mich hinfahren? Darf ich wissen, wohin? Zur Polizei. Mason hat alle Demonstranten verhaften lassen. Oh, das ist ja fantastisch. Es wird besser und besser. Hast du noch mehr Neuigkeiten für mich, die ich nicht erfahren Nun, will? Ja, Mason hat Julia auch verhaften lassen. Ach, das ist es doch, was ich lieber nicht erfahren hätte. Reg dich doch nicht so auf, Daddy. Er konnte gar nichts dagegen machen. Sie hat es provoziert, verstehst du? Jetzt ist er zusammen mit Julia auf die Wache gefahren. So viel will er sie ins Gefängnis bringen oder setzt er auf Kaution? Wahrscheinlich. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir fahren sofort dahin und regeln die Angelegenheit. Hoffentlich kommen wir nicht schon viel zu spät. Würdest du dich bitte beeilen? So, kommen Sie. Das war's noch nicht. Wir müssen noch Keine rüber. Keine Ursache. Würden Sie mir erlauben, ein Wort mit meiner Frau zu wechseln, falls es nicht stört? Hallo, möchtest du mein Verbrecherfoto? Ich würde dir auch ein Autogramm geben und wir können einen Abzug an die Zeitung schicken. Wäre doch lustig. Julia, bitte. Würden Sie uns bitte entschuldigen? Es wird sicher nicht lange dauern, denn wir haben uns nicht das Geringste zu sagen. Da irrst du dich aber gewaltig. Die Anschuldigungen, die ich vorbringen werde, füllen ganze Aktenkoffer. Doch zuerst würde ich gerne wissen, was du dir dabei gedacht Was hast du hier eigentlich zu suchen? Ich muss in den Knast. Ins Kittchen, ins Gefängnis. In den Bau, alles klar? Du hast mich doch verhaften lassen. Immerhin hast du es darauf angelegt. Zu deinem Glück werde ich von einer Anzeige absehen. Was sagst du dazu? Ist ja toll, danke. Ich bezweifle, dass der Polizist, den du unglücklicherweise geschlagen hast, ebenso denkt wie ich. Ich habe ihn nicht geschlagen. Du weißt genau, dass es ein Unfall war. Der arme Mann hat doch nur seine Arbeit gemacht. Das gilt für mich auch. Oh nein. Denn was du getan hast, war eindeutig Missachtung der Gesetze, auch wenn du das anders siehst, oder? Dabei hast du als Rechtsanwältin einen Eid auf die Verfassung geleistet. Anscheinend sind dir die Konsequenzen nicht bewusst. Ich bin mir klar darüber, denn ich tue etwas, um die Umwelt zu retten. Dir ist das ja vollkommen egal und du erzählst was von Konsequenzen. Du willst mir doch nicht im Ernst weismachen, dass du dich um die Vögel sorgst. Aber vielleicht willst du ja tatsächlich alles, was du erreicht hast, dafür aufgeben. Deine Karriere, unsere Ehe und all das, was du dir hart erarbeitet hast, nur um so einen kleinen, dämlichen Whippet zu retten. Warum nennst du sie denn immer wieder Whippets? Das ist falsch! Die armen kleinen Kerlchen heißen Winnets und unsere Ehe hat damit gar nichts zu tun. Ach ja? Du meinst vielleicht nicht die Ehe, aber dafür mich, oder?
Von mir aus kannst du bei allen großen Demonstrationen der Welt dabei sein. Du kannst Petitionen verteilen oder laut Parolen schreien. Das ist vollkommen egal. Wenn es sein muss, kannst du ruhig so laut brüllen, dass du blau anläufst. Es interessiert mich nicht. Eine Sache stört mich allerdings ungemein. Und zwar, dass du nicht bereit bist, ehrlicherweise zuzugeben, um was es dir bei der Sache wirklich geht. Denn eigentlich willst du mir nur eins auswischen. Wird sie wieder gesund? Das werden wir wissen, wenn ich sie genauer untersucht habe. Würden Sie so lange draußen warten? Aber ja, natürlich. Ich warte vor der Tür hier. Ja. Ja? Das hast du gut gemacht, Schätzchen. Hat es funktioniert? Ja, es lief wie geschmiert. Wie geht's ihr? Auf Männer hat sie zurzeit sicher keine Lust. Warum musste ich so lange auf deinen Telefonanruf warten? Was soll das denn heißen? Wir sind eben erst hier angekommen. Hätte ich dich aus dem Krankenwagen anrufen sollen, was denkst du dir? Du könntest ruhig freundlicher sein. Ich habe dir schließlich den Hals gerettet. Oh nein, unseren Hals. Außerdem bist du an dem Schlamassel schuld. Wieso hast du nicht gewusst, dass er eine Narbe hat? Warum denn meine Schuld? Du warst doch so heiß darauf, mit der Dame ins Bett zu steigen. Ich kann nichts dafür. Sie kann es nicht erwarten. Wie lange können wir sie hier festhalten? Die Frage ist, wie lange kannst du sie hinhalten? Ich kann ihr nicht dauernd was in den Champagner geben. Und ich kann nicht über Nacht eine alte Narbe kriegen. Was willst du jetzt machen? Ich werde dir das Händchen halten. Nein, mach das lieber nicht. Komm nach Hause, ich brauche dich so. Deine Wünsche solltest du eine Zeit lang zurückstellen. Du warst in der letzten Zeit nicht sonderlich erfolgreich. Ich muss das hier erst ausbügeln. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich muss zu meiner Patientin. Nein, warte. Wann kommst du? Du wirst dich noch gedulden müssen. Es ist alles in Ordnung. Ganz ruhig. Hallo. Na, endlich aufgewacht? Wo bin ich nicht denn doch, hier? Du kannst noch nicht aufstehen, du bist zu schwach. So schwach wie ein kleines Kätzchen. Was ist denn überhaupt passiert? Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Nein, ich erinnere mich an gar nichts. Weißt du... Ich war unterwegs und wollte nur Kräuter für meinen Tee auf der Wiese pflücken und da sah ich dich. Du lagst am Straßenrand. Ich dachte schon, du wärst tot. Dich hat es anscheinend ganz schön erwischt. Die Schramme an deiner Stirn sieht übel aus. Aber du wirst sicher bald nichts mehr davon merken. Ich muss sofort Cruz anrufen. Nicht nötig, er kommt gleich her. Es ist besser, wenn du noch nicht aufstehst. Er wird sicher bald da sein, also bleib ruhig liegen. Ich heiße Eddie. Hey. Du bist ja richtig hübsch. Du solltest ein bisschen schlafen. Und später ist bestimmt dein Bruder da. Und dann ist auch ganz sicher bald wieder alles in Ordnung. Weil du das nicht gehen willst, sprichst du das? Keine Angst, ich bleib in deiner Nähe. Du musst dich jetzt ausruhen. Hier wird dir ganz sicher niemand etwas tun. Schlaf dich erstmal richtig aus. Ja. Noch nicht weg. Ich schlage nicht. Ich bin nicht Quinn. Wir haben heute schon mehr als genug über ihn geredet. In Ordnung, dann reden wir über Sie. Auch keine gute Idee. Wieso waren Sie so erstaunt, als Sie die Narbe auf meinem Rücken bemerkt haben? Das bilden Sie sich nur ein. Tue ich nicht. Sie haben beinahe das Tablett fallen lassen, als Sie die Narbe sahen.
Wäre es möglich, dass das Ihre Pläne durchkreuzt? Nein, wie kommen Sie denn auf die Idee? Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Womöglich wollen Sie für meine Freilassung ja Lösegeld erpressen. Dafür müssen Sie natürlich erstmal beweisen, dass Sie auch wirklich mich erwischt haben. Also müssen Sie möglichst viel über mich wissen. Sowas wie, dass ich im Schlaf rede, dass ich eine Spielernatur bin und dass ich eine Narbe auf dem Rücken habe. Darüber sind Sie vielleicht gestolpert. Sie haben viel Fantasie, leider muss ich Sie enttäuschen, denn ich fürchte, die Wahrheit ist nicht ganz so interessant, wie Sie das gerne hätten. Ich hätte geahnt, Sie würden das sagen. Es ist nur Zufall gewesen. Mein Vater, den ich schon sehr, sehr lange nicht gesehen habe, hatte auch so eine Narbe. Das war der Grund. Hat er Sie denn auch geschlagen? Ich will nicht darüber reden. Schon in Ordnung. Schämen müssen Sie sich deswegen wirklich nicht. Viele Menschen haben vor dem eigenen Vater große Angst. Ich vor meinem genauso. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe ihn gehasst. Nein, ich habe meinen Vater nicht gehasst. Er war ja doch die meiste Zeit weg und eigentlich habe ich nichts für ihn empfinden können. So wie ich das heute sehe, sind wir uns ziemlich gleichgültig gewesen. Und irgendwann, als ich dann alt genug war, bin ich von zu Hause weggelaufen. Und seitdem habe ich ihn nicht gesehen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob er noch lebt. Sind Sie überhaupt nicht neugierig? Er ist mir egal. Ich denke, im Gegenteil oft an ihn. Und ganz besonders an die vielen Male, an denen er mich geschlagen hat. Er hatte diesen Stock. Und damit ist doch egal, die Narbe habe ich schon längst vergessen. Ich spüre sie nur manchmal noch. Ich weiß noch genau, wie ich mir wünschte, er wäre tot. Es hat nicht lange gedauert, da war er es dann. Und meine Mutter auch. Lange Zeit habe ich geglaubt, es wäre meine Schuld, weil ich es mir so gewünscht hatte. Und weil ich kein Zuhause mehr hatte, bin ich auch weggerannt. Sieht so aus, als ob wir was gemeinsam hätten. Mehr als Sie denken. Und was? Deborah. Was auch immer Sie für Gründe haben, mich hier festzuhalten, genau genommen interessiert es mich gar nicht mehr so besonders. Ich finde, dass man das Beste aus einer schwierigen Situation machen sollte. Ich hoffe, Sie wissen, dass Sie immer zu mir kommen können, wenn Sie reden wollen. Vielleicht gibt es ja Sachen, über die Sie mit Quinn nicht reden können. Mit mir können Sie über alles reden. Es wäre sehr schön, wenn Sie noch etwas hierbleiben würden. Was haben Sie zu verlieren? Ich muss deine Träume Platz lassen. Das tut dir leid? Was immer ich bin oder mache, kannst du nicht einfach reduzieren auf die Rolle eines kleinen Satelliten, der am Rande deines großen Weltalls seine unwichtigen Kreise zieht. Und warum hast du dir kein anderes Sonnensystem ausgesucht für deine äußerst extravaganten Abenteuer? Auch wenn du es nicht verstehst, die Gründe für mein Engagement haben nichts mit unserer Ehe zu tun. Kapier das doch! Du willst es nicht einsehen, weil es dir nicht passt und genau deswegen interpretierst du was rein, was nicht wahr ist. Ach, tatsächlich? Ich wüsste nicht, wie ich es sonst erklären sollte, außer du bist nicht bei Sinnen und hast deinen Verstand verloren. Du setzt deine Lizenz aufs Spiel und alles, wofür du dein Leben lang gearbeitet hast. Und wofür? Verrate mir, ob es das wirklich wert ist. Könnte es sein, dass du gar nicht verstehen willst, worum es hier geht? Die Erfahrung sagt mir, dass du nur Argumente gelten lässt, die du selber vertrittst. Du rennst einfach kopflos in die nächstbeste Schlacht, schwingst dein Banner und schreist deine Parolen. Und von uns erwartest du, dass wir dir blinden Auges in die Katastrophe folgen. Mögen wir alle untergehen, Hauptsache Julia steht hinter dieser Sache. Wenigstens glaube ich an etwas mehr als nur den allmächtigen Dollar. Ja, Schätzchen, ich weiß, du glaubst, du bist die Einzige, die für eine gerechte Sache kämpft. Aber eins lass dir gesagt sein. Jeder Mensch auf dieser Welt kämpft für seine eigene kleine Sache. Und wenn wir morgens aufstehen, wissen wir nicht, was uns noch erwartet. Aber jeder blickt der Zukunft ins Auge, auch wenn sie noch so ungewiss ist. Die Einzige bist du nicht. Auch ich kämpfe, kannst du dir das vorstellen? Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen dir und mir. Was, Ehrlichkeit? Was du vorhin da draußen abgezogen hast, hätte ich dir niemals angetan. Also wenn du mir schon eins auswischen möchtest, wäre es ganz gut, wenn du uns nicht durch den Schmutz ziehen würdest. Such dir meinetwegen etwas anderes aus. Doch es wäre recht nett, es nicht nochmal zur guten Tat des Monats zu machen. Jetzt machst du dich aber absolut lächerlich. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wieso ich da draußen war und mich an den Pfosten gekettet habe. Und welcher Name hat da drüber auf dem Firmenschild gestanden? Das hat nicht das Geringste zu tun damit, nicht das Geringste. Oh, doch, damit hat es sogar außerordentlich viel zu tun.
Also gut, wenn du partout nicht in der Lage bist, das einzusehen, weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll, außer dir zu gratulieren. Ja, ich gratuliere dir sogar herzlich, denn heute ist der Preis für die Rettung unserer Ehe geradezu ins Unermessliche katapultiert worden. Also ich hoffe bloß, dass ich mir das leisten kann. Diese Ansprache muss man gehört haben. Ich hoffe nur, dass jemand für die Presse alles Wort für Wort mitgeschrieben hat. Nicht jetzt, ich habe keine Zeit dafür. Was du nicht sagst, nimm dir gefälligst die Zeit, denn ich muss wissen, wer die Sache auszubaden hat. Was haben wir nur in der Zeit gemacht, als das Fettnäpfchen noch nicht erfunden war? Also gut, ich würde sagen, dass keiner von uns hier heute Nacht sonderlich gut ausgesehen hat. Aber das ist kein besonderer Trost, denn wir bewegen uns alle auf Glatteis. Aber soweit ich weiß, soll es auch Wege geben, aus einem Fettnäpfchen wieder herauszufinden. Allerdings ist es noch besser, gar nicht erst reinzutrampeln. Wie geht es dir denn? Ganz fantastisch. Aber du solltest aufpassen. Die Herren der Schöpfung scheinen immer noch ziemlich geladen zu sein. Das macht nichts. Das bin ich gewohnt. Hat Mason die Kaution für dich gestellt? Ich weiß es nicht. Sicher hängt er im Moment ein paar Steckbriefe von mir an alle Bäume, die er finden kann. Und soll ich dir was sagen? Es ist mir vollkommen egal, was er jetzt macht. Bravo! Bravo. Das war eine meisterhafte Vorführung. Ja, wirklich. Doch eine Zugabe sollten Sie uns allen freundlicherweise ersparen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie und Ihr Mann solche Spielchen öfters abziehen, aber eigentlich geht es mich gar nichts an. Es ärgert mich nur, dass Sie auf drei Bühnen gleichzeitig spielen und unseren Verein in einen Zirkus verwandelt haben. Ich finde es nicht fair, eine ernste Sache so zu missbrauchen. Das war auch gar nicht meine Absicht. Ja, ich weiß. Es ist halt einfach so passiert. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich war wirklich sehr beeindruckt von Ihrer Vorstellung. Sie und Ihr Mann beherrschen die Rollen ganz ausgezeichnet. Aber das Problem ist, dass von uns niemand auf Ihrer persönlichen Bühne Platz findet. Sie konnten es nicht lassen, unsere Demonstration zu einer reinen Zeitverschwendung einen zu machen. Einen Augenblick. Noch nie hat Ihr kleiner Verein so viel Rummel verursacht. Die Presse und auch das Fernsehen bringen überall Berichte. Ja, aber morgen Abend ist alles vergessen. Glauben Sie denn tatsächlich, dass irgendjemand verstanden hat, um was es uns dabei geht? Das versteht doch jetzt noch keiner. Niemand interessiert sich für sowas. Sie sollten das am besten wissen. Die Leute wollen Gesichter sehen. Am liebsten Julia und Mason. Ganz groß auf Seite 1. Jawohl, ein riesengroßes Foto mit 3 Spalten Text. Wir Blues können doch schon zufrieden sein, wenn wir nicht verschwinden zwischen den Immobilienanzeigen und Sportnachrichten. Julia, helfen Sie uns nicht mehr. Das können wir uns nicht leisten. Der Arzt sagt, es ist nichts Ernstes. Ich habe das wohl als Einzige gegessen, sonst wärst du auch krank. Ja. Aber so wie es aussieht, hast du mich noch immer am Hals. Kelly, solche Witze solltest du nicht machen. Das ist nicht komisch. Warum bist du so ernst? Der Schreck sitzt mir noch in den Knochen. Bitte entschuldige. Ich habe uns beiden das Wochenende ruiniert. Das ist doch jetzt ganz unwichtig. Hauptsache, du kannst bald wieder nach Hause. Es gibt ja noch andere Wochenenden. Das stimmt. Ja. Entschuldigung, wohin sollen die Blumen? Sind die wunderschön. Die sehen ja genauso aus wie ein Ohai. Oh, Robert, du bist ja vollkommen verrückt geworden. Bitte stellen Sie sie einfach irgendwo hin. Ich möchte, dass du hier wie in einem Garten liegst. Mitten in den schönsten Blumen. Für dich kommen dir auch so wunderbare Erinnerungen. Du kannst ja sogar richtig gehend romantisch und liebevoll sein. Aber das sollten wir besser für uns behalten, in Ordnung. Versprichst du auch, dass du dich ganz sicher nie ändern wirst? Seitdem wir jetzt so oft zusammen sind, weiß ich erst, dass ich dich gar nicht so gut gekannt habe, wie ich dachte. Wir haben uns nie Zeit genommen. Ja. Aber ich bin glücklich, dass ich dich jetzt kennenlernen kann. Entschuldigen Sie, Miss Capwell. Leider sind doch noch ein paar Untersuchungen zu machen. Oh, ja. Wartest du dann hier auf mich? Aber natürlich. Auch mit dir. Passen Sie ja gut auf Sie auf. Dann bis gleich. Bis gleich. Ich werde Cruz suchen gehen. Ich komme gleich wieder. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee haben oder ein Glas Wasser? Ein Schluck Wasser wäre ganz gut.
Hier. Danke. Kümmern Sie sich immer so um Menschen, die Sie fertig gemacht haben? Ist ja erstaunlich. Sie stecken das weg. Wieso muss ich mir so etwas sagen lassen? Ich würde gern noch etwas sagen, darf ich? Sie bitten um Erlaubnis seit wann? Ich bin eben zu weit gegangen. Ich habe nicht alles so gemeint. Aber einiges schon. Ist das sowas wie eine Entschuldigung? Eigentlich nicht. Ich dachte nur, es wäre eine etwas freundlichere Art, Ihnen klarzumachen, dass es das Beste für uns alle wäre, wenn Sie sich nicht mehr um uns kümmern und wir ab jetzt getrennte Wege gehen. Wieso denken Sie eigentlich, dass ich es nicht ernst meine? Es ernst zu meinen ist leider nicht genug. Sie sind uns keine Hilfe, solange Sie uns nur zu Ihrer Selbstverwirklichung brauchen. Ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen. Mason hat Ihnen das auch vorgeworfen und er liegt gar nicht so falsch. Sie denken also tatsächlich, ich brauche Ihren Verein und Ihre Ideen nur für meine Selbstverwirklichung, ja? Genau das habe ich gesagt. Ich weiß, dass wir nicht besonders viel bewirken können, ja, wenn die Menschen nicht verstehen, dass unsere Ideen es wert sind, dafür auf die Barrikaden zu gehen. Ich weiß, was Sie meinen. Nein, das wissen Sie nicht. Solange Sie denselben Namen tragen wie unser Hauptgegner, können Sie das nicht wissen. Und erst recht nicht, wenn Sie Ihre privaten Ehekämpfe derart mit unseren Aktivitäten verbinden. Die Presse wird immer mehr an dem interessiert sein, was Sie und Ihr Mann sich an den Kopf werfen und nicht an dem, was wir ändern wollen. Solange das der Fall ist, haben wir keine Chance. Ich sehe für unsere Zusammenarbeit nur eine Möglichkeit. Sie müssen sich von Ihrem Mann scheiden lassen. Aber wieso denn? Kann ich nicht eigene Ideale und Sichtweisen haben? Ich weiß, was mein Mann über Sie denkt, nur es ist doch idiotisch, ihn zu verlassen, nur weil ich nicht immer dieselbe Ansicht vertrete. Ich sehe das ein bisschen anders. Wir könnten es doch wenigstens versuchen. Auch wenn Sie das nicht verstehen, es steht so viel auf dem Spiel. Liebling, du wirst es nicht glauben, aber ich habe den Beamten überredet, die Anklage fallen zu lassen. Ist das kein Grund zur Freude? Auch gegen Sie wird keine Anzeige erhoben. Sie können nach Hause gehen, Sie sind frei. Endlich frei. Was sagt ihr dazu? Gedankt sei auf ewig dem edlen Helden. Komm, mein Schatz, lass uns gehen. Ab nach Hause. Nein, danke. Ich muss gestehen, Sie haben die Schlacht gewonnen. Und ich werde auch den Krieg gewinnen. Junger Mann, lassen Sie mich Ihnen was sagen. Wenn er es schon nicht tut, dann mache ich das. Unter meiner Verantwortung würde ich Sie ohne Zögern in den Boden rammen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Sehr gut gesagt, Dad. Außerordentlich einfühlsam. Hier, trink das. Danach wirst du dich ganz bestimmt besser fühlen. Was ist das? Hagebuttentee. Oh. Keine Angst, der ist garantiert ungespritzt. Der wird dir gut tun. Oh, das ist sicher dein Bruder. Wer ist da? Inspektor Castillo. Oh, na endlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so froh sein würde, einen Bullen zu sehen. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Ist alles in Ordnung, Rick? Hallo. Du hast dich wohl gerade in der Gegend rumgetrieben, was? Michael, behalt die Tür im Auge, damit wir von diesen Telefonmenschen keinen unerwarteten Besuch bekommen. Wie geht's dir? Es geht so. Ich bin nur an der Schulter etwas verspannt. Hier, nimm dir Tee, der ist sogar trinkbar. Danke, Eddie. Geht's mir gut? Ist dir nicht wunderschön? Wir werden mit Sicherheit heiraten, wenn die 60er Jahre vorbei sind. Ach, ja, sicher. Hör mal. Es tut mir leid, dass ich dir Ärger gemacht habe. Ach, was hast du überhaupt nicht? Hauptsache, du wirst wieder gesund, Junge. Mein Gott, bin ich froh. Wir haben uns ganz schöne Sorgen um dich gemacht. Ja. Wo ist Kelly? Ich bin froh, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Ja, Gott sei Dank. Sie wird gerade untersucht. Es hat sich herausgestellt, dass es bloß eine leichte Art von Lebensmittelvergiftung gewesen ist. Du wirst sehen, sie ist schnell wieder gesund. Wie konnte das denn passieren?
Ich habe keine Ahnung. Es kam ja ganz überraschend. Wir waren das Wochenende über in Ojai und da hat sie wohl leider was gegessen, was sie nicht vertragen hat. Das ist ja ein tolles Wochenende. Ach, bis auf den Schluss war es gar nicht schlecht. Hast du damit Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Wieso? Keine Ahnung, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich hoffe, du hast auch gleich die passende Antwort gefunden. Ja, aber ich denke, es dürfte ausnahmsweise besser sein, wenn ich sie diesmal für mich behalte. Ich bin überrascht, dass du dir so lange freigenommen hast. Ich habe von deinen finanziellen Problemen gehört und da dachte ich, du müsstest sehr viel arbeiten. Ist ja sehr interessant, aber was haben meine finanziellen Probleme mit Kelly zu tun? Ich wollte nur über irgendwas reden. Könnte es vielleicht auch eine Anspielung gewesen sein? Denkst du, ich könnte glauben, dass dich lediglich Kellys Vermögen interessiert? Sondern was denkst du? Ich würde nicht glauben, dass du sowas machst. Ach ja, ganz sicher? Absolut sicher. Ich würde dir viel zutrauen, aber nicht die Rolle eines Heiratsschwindlers. Das würdest du nie machen. Schön, dass du so denkst. Ich hatte ehrlich gesagt auch sehr gehofft, dass du das sagen würdest. Das ist beruhigend. Wieso ist es wichtig, dir etwas zu sagen, das du selber genau weißt? Sag es mir auch, dann wissen wir es alle. Hallo? Hallo. Samantha hat ihren Gute-Nacht-Kuss noch nicht gekriegt. Ich gehe zu ihr. Sie schläft schon. Oh, gut. Dann können wir ja reden. Ja, das müssen wir tatsächlich. Findest du nicht, dass wir dankbar sein müssten für alles, was gewesen ist? Ich wüsste nicht, warum. Kannst du es mir verraten? Na, immerhin habe ich dich heute aus dem Gefängnis geholt. Ohne dich wäre ich da gar nicht gelandet. Du bist der, der mich reingebracht hat. Komm schon, du hast es genossen. Du hast es doch darauf angelegt, verhaftet zu werden. Aber was hättest du gemacht, wenn ich nicht zu Hilfe gekommen wäre? Du hast mich da nur rausgeholt, weil du vermeiden wolltest, eine schlechte Publicity zu bekommen, weil es dir und deiner geliebten Keppel-Oase gar nicht in den Kram gepasst hätte. So, du glaubst, das war der einzige Grund, dich da rauszuholen? Eine perverse Lust auf Immobilien? Das ist doch lächerlich. Schatz, zurzeit sind hier weder Kameras noch Reporter. Also lass uns hinsetzen und uns das zivilisiert austragen. In Ordnung? Ich würde das gerne aus der Welt schaffen, weil ich es richtiggehend hasse, was zurzeit in dir vorgeht. Ich hätte da eine Lösung für uns. Welche? Ganz einfach. Du müsstest nur die Idee der Keppel-Oase vergessen. Die Blues würden abziehen und alle wären glücklich. Ein bisschen sehr einseitig, dieser Kompromiss, hm? Glaubst du wirklich, du kannst es dir leisten, so etwas von mir zu verlangen? Immerhin habe ich einen Vorschlag gemacht. Das Gleiche kann ich von dir nicht sagen. Na gut, hier ist einer. Wie wäre es denn, wenn du mich unterstützen würdest? Oh. Ich kann nicht verstehen, was daran so schlimm wäre. Bist du dir eigentlich darüber im Klaren, wie wichtig, und ich meine wirklich wichtig, diese Sache für mich ist? Hast du eigentlich eine Ahnung, wie oft ich mich überwunden habe, dir beizustehen, nur weil dies oder das eine große Bedeutung für dich hatte? Ich kann es einfach nicht mehr. Verdammt nochmal, ich bin es leid, als der einzig Egoistische von uns beiden dazustehen. Du lässt doch immer nur gelten, was du für richtig hältst. Was ich denke, ist dir doch völlig egal. Woher nimmst du das Recht, zu behaupten, deine Maßstäbe wären die besten? Aber das ist doch vollkommener Unsinn. Oh nein, leider nicht. Du erwartest doch dauernd von mir, dass ich etwas ändere, nur weil du es für richtig hältst. Glaubst du nicht auch, dass du etwas zu dick aufträgst, Mason? Nein, das denke ich nicht. Aber anscheinend leben wir auf zwei verschiedenen Planeten und können uns nicht darüber einigen, ob deiner oder vielleicht doch meiner der bessere ist. Mason... Wir beide hatten nie dieselben Wertvorstellungen oder Erwartungen. Das hat uns trotzdem niemals davon abgehalten, uns zu lieben, auch wenn wir dafür eine Menge Gründe gehabt hätten. Ich finde, wir haben auch jetzt keinen Grund, alles hinzuschmeißen. Richtig. Und ich werde auch niemals aufhören, dich zu lieben, Julia. Nur fürchte ich, dass das noch lange nicht die Lösung für unsere Probleme ist. Du weißt, wie eine Lösung aussehen würde. Ja, da hast du recht. Ich kann natürlich aufgeben. Ich kann einen Traum aufgeben und dann auch gleich meine Selbstachtung. Damit gebe ich die beste Chance, auf meinem Vater endlich zu beweisen, dass ich auch etwas erreichen kann, ohne dass er die Finger im Spiel hat. Und außerdem wäre ich dann gar nicht mehr der Mann, von dem du seit Jahren sagst, dass du ihn lieben würdest. Verlangst du das jetzt immer noch von mir? Nein, das verlange ich nicht. Gut. Dann sag mir, was wir jetzt tun können. So wie ich das sehe, scheint es keine Lösung zu geben. Kelly, wie geht es dir?
Wie fühlst du dich? Habe ich euch etwa gestört? Nein, wir haben gerade über Roberts finanzielle Probleme gesprochen und ich wollte nur fragen, ob ich euch vielleicht helfen kann. Das wird nicht nötig sein. Wir kommen ganz gut zurecht, nicht wahr, Robert? Ehrlich gesagt finde ich nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um über geschäftliche Dinge zu reden. Es gibt viel wichtigere Sachen. Vor allem musst du jetzt erst einmal gesund werden. Leg dich hin und versuch dich auszuruhen. Ganz sicher wirst du bald wieder nach Hause kommen. Und wenn ich dir doch helfen kann, dann rufst du an, ja? Versprichst du mir das? Ja, danke. Du solltest jetzt unbedingt versuchen zu schlafen. Robert. Nein, jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt wird geschlafen. Wofür war das denn? Weil du so lieb zu mir bist. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Zug ausgesehen hat. Sie trug eine dunkle Brille. Viel ist es nicht gerade, woran ich mich erinnere. Außerdem hatte sie blonde Haare. Sie kam mir irgendwie so bekannt vor. Ich habe nur nicht die geringste Ahnung, warum ich dieses Gefühl hatte. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass ich sie tatsächlich von irgendwoher kenne. Wir haben uns unterhalten. Ehrlich gesagt hatte ich etwas zu viel getrunken und... Und plötzlich standen wir draußen auf dieser... komischen Plattform am Ende des Zuges. Wir fuhren durch den Tunnel. Es ging auf einmal alles so schnell. Es war ganz dunkel. Und dann fühlte ich plötzlich diesen fürchterlichen Schmerz. Hier in meiner Stirn. Ich denke, dass mich diese verflixte Kugel dort gestreift hat und dann fiel ich um. Ja. Ich habe ihn an der Straße gefunden. Keine Ahnung, wie lange er ohnmächtig war. Und du weißt absolut nicht, wieso diese Frau das gemacht hat? Keine Ahnung. Wir haben ein Tonband von dir, auf dem du behauptest, dass Richards $50,000 an Jack Sellers zahlen wollte. Glaubst du, dass es damit vielleicht etwas zu tun haben könnte? Möglich wäre es schon. Was fällt dir noch ein? Wir brauchen noch mehr Hinweise, um die Frau zu identifizieren. Uns fehlen einfach Beweise. Hast du vielleicht jemanden verärgert und er will sich jetzt rächen? Jemanden verärgert? Du bist gut, jedenfalls. Nicht so sehr, dass der mich jetzt umbringen will. Tut mir leid, Klos, ich weiß nicht, was los ist. Ich kann dir auch nicht mehr darüber sagen. Für mich macht das alles überhaupt keinen Sinn. Wir bekommen Gesellschaft. Müssen Sie jetzt noch untersuchen? Wie geht es ihr denn? Was sagt der Arzt? Es geht ihr bald wieder gut. Nur eine Routineuntersuchung. Wie kommt es eigentlich, dass Barr nicht hier ist? Was bildet der Kerl sich ein? Wer sagt dir, dass er nicht hier war? Ist ja toll, dass er es schafft, zwischen den Geschäftsterminen auch noch um Kelly besorgt zu sein. Er hat sich rührend um Kelly gesorgt. Also such nicht dauernd irgendwelche Gründe, um ihn schlecht zu machen. Dafür muss ich keine Gründe suchen. Ich mag ihn einfach nicht. Du solltest die Tatsache hinnehmen. Kelly liebt ihn, sieh das doch ein. Das ist mir doch ganz egal. Ich mag ihn nicht und ich traue ihm nicht. Auch wenn er Kelly liebt, ich ändere meine Meinung nicht. Aber Menschen ändern sich. Nein, nicht in dem Maße. Nicht mal Zauberei würde eine solche Änderung bewirken können. Warum versuchst du nicht mal, ihr das klarzumachen? Daddy, das klappt doch niemals. Ich kann zurzeit nicht mit ihr reden und am wenigsten über Robert. Sie denkt, ich möchte ihr noch reinreden und gönne ihr die Beziehung nicht, weil ich eifersüchtig sein könnte. Was sollen wir tun? Herumsitzen und warten, bis er ihr wieder das Herz bricht? Ich möchte das kein zweites Mal miterleben müssen. Ich weiß auch nicht, was wir machen können. Kelly bemerkt sofort, wenn man sie beeinflussen will. Wir sollten anders vorgehen. Wir könnten Robert zum Beispiel ein paar Schwierigkeiten machen. Aber wenn er sich geändert hat, wäre das unfair. Und was ist, wenn es nicht so ist? Er wird Kelly ganz sicher nicht wieder wehtun. Und falls er es doch wagen sollte, dann kriegt er es mit mir zu tun, Daddy. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.